Halleluja Gift heißt dein neuer Song. Woran hast du dich denn da verschluckt? Woran ich mich verschluckt habe? An dem Dating von 2024 oder besser gesagt an der heutigen Zeit. Es ist so schwer zu daten. Sei froh, dass du vergeben bist, mein Lieber. Bist du ja, gell? Ja. Sehr gut. Ich sag's dir, es ist ganz schlimm. Diese Datingwelt ist der einzige Horror. Weiß nicht, was ich will, doch brauch Oxytocin. Wie ein Vampire zieht's mich jede Nacht zu dir hin. Bin blutleer, wo krieg ich mein Gift her? Einsamkeit killt mich jedes Mal in Berlin. Soll ich dir wieder schreiben oder ist das zu viel? Bin im Uber, ich fahr zu dir rüber. Weiß nicht, woran ich bei dir bin und zeig dir auch nicht, wo du stehst. Ich brauch Heißkalt, Schüttelfrost, Brenn und Erfrier, ja, verliebt in das Fieber. In dem Song geht es eben genau um diese Dating-Thematik, dass keiner irgendwie sich traut, so den ersten Move zu machen, beziehungsweise den ersten Move ja schon. Also erstmal schreibt einem jemand, dann ist er total nett. Dann geht man drauf ein, dann ist man auch zurück nett und zeigt jemand vielleicht, dass man ihn mag. In der Sekunde zieht sich die Person aber sofort wieder zurück, weil man hat ja dann irgendwie schon zu viele Emotions gezeigt. Dann mache ich wieder auf kalt und dann in dem Moment, wo ich auf kalt mache, will die andere Person wieder. Also so ein toxisches Hin und Her, das super giftig ist. Und ich sehe das nicht nur bei mir, ich sehe das in meinem kompletten Freundeskreis. Keiner will sich festlegen, keiner will sich äußern. Jeder will nur spielen und hin und her und es nervt. Immer wenn du mich willst, dann will ich dich nicht. Und gehe ich einen Schritt auf dich zu, bist du zwei zurück. Das ist schon verrückt mit uns beiden. Vielleicht lassen wir es lieber bleiben. Immer wenn ich dich will, dann willst du mich nicht. Ist das alles zu spielen oder liebe ich dich? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Dieses Hin und Her ist Gift. Du fragst dich ja in dem Song, was ist es eigentlich? Es geht hin und her. Die Antwort gibst du dir selbst in dem Songtitel. So ist es. Es ist Gift. Und das Ding ist aber, man hat ja oft das Gefühl, man muss irgendwie mitspielen. Ne? Man muss dann auch auf Hard to Get machen und darf nicht zu schnell zu süß sein, sondern auch mal irgendwie ghosten, damit man jetzt spannend ist. Und mich nervt es. Warum können wir nicht einfach alle sagen, hey, wir haben alle Bock auf Liebe, jeder sucht ja Liebe. Warum können wir uns nicht einfach in Ruhe daten und Gefühle zeigen? Mich nervt dieses Hin und Her und deswegen wollte ich das mal thematisieren und raussingen. Wenn der Mann nicht sofort all in geht, dann kann ich dir sagen, dann will er eigentlich nicht mehr als nur das eine. Vielleicht muss die eine oder andere Frau auch ihre Einstellung zu dem, was es ist, ändern, um damit klarzukommen und nicht enttäuscht zu sein, mit gebrochenem Herzen dazustehen. Absolut, aber im Endeffekt will man es ja dann doch und dann ist man ja irgendwann auch vielleicht verliebt und dann möchte man das halt irgendwie unbedingt. Und dann versucht man interessant zu bleiben und was man dann nicht alles macht. Aber es ist totaler Quatsch, ich gebe dir recht, eigentlich sollte man sagen, next. Und einmal jemanden finden, der nicht toxisch und nicht giftig ist. Du rufst mich an, ich geh nicht einmal ran. Ich schreib dir immer nur, wenn du mich gerade hast. Lass mal reden, darf ich mich zu dir legen? Nur über uns hat keiner je was gesagt. Ich glaub fast, dass nehmen wir zwei mit ins Grab. Ist das gut so? Frag nie, was denkst du so? In dem Video geht's ja einigermaßen zur Sache. Wer ist denn da dein männlicher Co-Star? Ich habe mir gedacht, wenn es privat schon nicht so gut läuft, dann muss ich im Video knutschen. Das ist doch herrlich. Das ist lustigerweise ein Model, ein ganz, ganz netter. Und wir kannten uns vorher gar nicht. Und er kam an und er hatte gar nicht so viel Zeit. Und dann, ja, wirklich, er kam an und es hieß so, und jetzt knutschen, los geht's. Und dann sind wir richtig rangegangen in den ersten Sekunden. Hast du dir fein ausgedacht, weil du konzipierst ja deine Videos, du schneidest sie auch selbst, du hast wieder alles selber gemacht. Genau, ich mache das mit ganz großer Leidenschaft selber, auch wenn es mich jedes Mal fast ins Grab bringt, auf den letzten Metern, weil das natürlich super viel Aufwand ist. Aber ich liebe es, ich liebe die Detailverliebtheit. Ich habe mir auch extra vorher so Chemiebaukästen bestellt, ganz viele, und ganz viele Experimente zu Hause geübt, damit ich da so ein bisschen rumgifteln kann und hatte tierisch Spaß dabei, wie man vielleicht sieht. Weiß nicht, woran ich bei dir bin und zeig dir auch nicht, wo du stehst. Ich brauch heiß, kalt, Schüttelfrost, Brenn und Erfrier, ja, verliebt in das Fieber. Immer wenn du mich willst, dann will ich dich nicht. Und geh ich ein Schritt auf dich zu, bist du zwei zurück. Das ist schon verrückt mit uns beiden. Vielleicht lassen wir es lieber bleiben. Immer wenn ich dich will, dann willst du mich nicht. Ist das alles zu spielen, ey, oder lieb? Yeah.
Jetzt ist der Song am Freitag rausgekommen. Hast du schon einige Reaktionen darauf erhalten von Damen, Mädchen, die sagen, oh ja, du sprichst mir aus der Seele? Gleichermaßen von jungen Damen und jungen Herren sozusagen, weil denen geht es nämlich ganz genauso, lustigerweise. Da haben mir auch ganz viele geschrieben, du, umgekehrt ist es genauso. Es gibt genauso toxische Frauen, die spielen wollen, und aber Männer wiederum, die die Liebe suchen. Ne? Also es geht natürlich von beiden Seiten aus, und oft gehört ja auch zu dem toxischen Kreislauf, dann machen ja beide auch irgendwie mit. Ne? Dann gehören ja auch immer zwei dazu. Und ich habe da sehr, sehr viel Zuspruch bekommen im Sinne von, oh mein Gott, ich verstehe dich, endlich sagt es mal einer, es ist die Hölle, dieses Dating. Aber mal ganz ehrlich, dass du nicht weggehst, Bewerbungen an Kauzagram bei Instagram. An Kauzagram bei Instagram. Ich freue mich auf die Bewerbungen, aber nichts Toxisches, bitte, nichts Toxisches mehr. Immer wenn ich dich will, dann willst du mich nicht. Ist das alles ein Spiel, ey, oder liebe ich dich? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, dieses Hin und Her. Gift.